Nachrichten werden auch in Deutschland immer lauter. Sie verändern Europa. Ein Umbruch hat begonnen, sagt Andreas Zick. Er erforscht die Motive der Rechten. Es sieht aus wie eine rechte Revolution. Sie hassen und verachten andere Menschen. Sie glauben an Verschwörungen und sehen Feinde in Politik und Medien. Sie fühlen sich abgehangen und wollen an die Macht. Auch in Deutschland sind die Gespenster der Vergangenheit wieder da. Rechtspopulismus ist sehr, sehr weit verbreitet. Weil in Krisenzeiten ist Populismus einfacher und bietet hier einfache Lösungen an. Und dafür sind sehr viele anfällig. Andreas Zick leitet das Institut für Gewalt- und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld. Seine empirischen Forschungen befähigen ihn zum Seismographen. Und er kennt die Motive hinter rechten Denkmustern. Es greift im Moment so gut, weil die Menschen wollen Antworten auf die Frage, wie gehen wir um mit Migration, wie geht es in der Zukunft. Und der Populismus kann im Moment, hat einfaches Spiel. Mit falschen Feindbildern, mit fremdenfeindlichen, nationalistischen Parolen, mit der Behauptung, sie seien das Volk, obwohl sie doch nur 12% sind, mischen sie den Diskurs im ganzen Land auf. Merkel hat den Verstand verloren. Sie muss in den politischen Ruhestand geschickt werden oder in der Zwangsjacke aus dem Bundeskanzleramt abgeführt werden. Unerträgliche Provokationen sind Teil ihrer Erfolgsstrategie. Hass auf die vermeintlichen Eliten, Verachtung für alles Nichtdeutsche. Die Argumentationsmuster gehen so. Und die Dimension ist einmal die Vertikale, die da oben. Wir da unten. Und dann gibt es die Horizontale. Das ist wir hier. Und das sind die Fremden. Und eigentlich, wenn man rechtspopulistische Propaganda anguckt, bespielt sie immer die beiden Achsen. Erfolgreich, wenn beide Achsen gleichzeitig sind. Das heißt, die da oben, das sind die Gutmenschen, die für die Fremden uns hier drin etwas nehmen wollen, sodass wir da immer unten bleiben. Es geht um Verteilungskonflikte, sagt Zick, um globale Wirtschaft und massive Ungerechtigkeit. Und um Politik, die nicht mehr regulierend eingreift im Interesse aller. Wir haben so ein massives Demokratiemisstrauen. Das ist sehr stark eingebrochen, da wir in unseren Studien 70% Vertrauen der Demokratie als ein Leitbild für Gemeinschaft nicht mehr. Weil sie der Meinung sind, dass Demokratie nur dazu führt, dass sich Eliten bedienen, dass die repräsentative Demokratie nur dazu führt, dass sich Politiker selbst bedienen, dass die Wirtschaft dominiert, dass wir faule Kompromisse eingehen. Der Diskussions- und Orientierungsbedarf ist groß im ganzen Land. Köln, Philosophiefestival, Besucherrekord. Es geht um die Frage, wie es weitergeht. Welche Perspektiven hat der Rechtspopulismus? Wie sehr bedroht er unsere aufgeklärte, liberale Gesellschaft? Und was steht hinter der Fremdenfeindlichkeit? Der Hintergrund der Fremdenfeindlichkeit ist, dass Menschen, denen aus durchaus nachvollziehbaren Gründen mulmig ist, weil sie Angst haben, Status zu verlieren, Identität zu verlieren, sich ein falsches Feindbild suchen, das deswegen einfach und billig ist, weil man auf die von draußen kommen, immer runtergucken kann, weil man einen Vorsprung denen gegenüber hat, nämlich die Identität, Deutscher zu sein. Die wird dann in dem Moment aufgewertet. Es ist kein Aufstand der Modernisierungsverlierer für mehr Gerechtigkeit, sondern die Suche nach falschen Schuldigen, die sich in den Hass auf alles Fremde steigert. Natürlich bietet sich der Islam herausragend gut an. Weil auf der einen Seite befeuern die Terrorakte, die im Namen des Islams begangen werden, die dschihadistischen Taten, der islamistische Extremismus bietet immer wieder eine Folie, um neue Narrative zu erzeugen, dass diese Gruppe auch wirklich gefährlich ist. Dabei sind es nicht die rund 5 Millionen friedlichen Muslime, die gefährlich für das moderne, liberale und demokratische Deutschland sind, sondern es sind die rückwärtsgewandten völkischen Ideologien der Rechtspopulisten. Deutschland ist unsere Heimat, unser Land und unsere Nation. Dankeschön! Er sagt unsere Heimat und meint nicht eure.
Also der Nationalsozialismus fing mit Worten an. Also Hitler war zuerst ein Redner, nicht? Er sagte, ich bin der Trommler der Bewegung. Er dachte, ich muss nur erzählen und reden und das andere kommt danach, andere machen das für mich. Also das fing mit Reden an. Schon jetzt hat die Radikalisierung der Rechten massiv zugenommen. Im vergangenen Jahr gab es 1029 Angriffe auf Asylbewerberheime. Dazu kommen 20.000 gewalttätige rechtsextreme Straftaten, sagt Andreas Zick. Zunehmend tauchen da Leute auf, die begehen Straftaten, die eben aus der Mitte kommen, die eigentlich vorher nicht bekannt waren. Das heißt, diese Aggressivität, mit der man versucht, die eigenen Regeln durchzusetzen, das hat massiv zugenommen und das ist Radikalisierung. Eine Radikalisierung, für die die Führungsfiguren der AfD ständig Stichworte liefern. Und die Medien? Sie funktionieren wie ein Echoraum, der unablässig ihre Parolen wiederholt. Die Rechte bestimmt die politische Debatte. Es kann nicht sein, dass über 2 Jahre lang die AfD ein dramatisches Agenda-Setting betreibt. Kriminalität, Sicherheit, Flucht und so weiter. Wir hinterherrennen und versuchen der Welt zu erklären, so schlimm, wie sie es inszeniert, ist es eigentlich gar nicht. Dann steckt man in der Populismusfalle. Sondern die Frage ist, kann man eigene Themen setzen? Wir könnten zum Beispiel darüber sprechen, dass das Volk die Summe aller Staatsbürger ist, egal ob sie schwarz, weiß oder grün sind. Und völkische Gemeinschaften, eine absurde Idee von gestern. Also eine wirklich überzeugende Philosophie des Volkes habe ich noch nie gehört. Und im 21. Jahrhundert kann es auch keinen Platz dafür geben. Also die jungen Menschen leben alle in der Welt des Internets. Sie leben im Global Village. Sie hören amerikanische Musik. Sie tragen Klamotten, die in Südostasien gefertigt sind. Ihre Smartphones sind in den USA irgendwann mal entwickelt worden, werden in Südkorea zusammengeschraubt oder in Indonesien und mit seltenen Erden bestückt, die ein Hilfsarbeiter im Kongo aus der Erde gegraben hat. In dieser Welt wird es langfristig völkische Identität nicht mehr geben können. Wir brauchen eine gesellschaftliche Transformation, mehr Solidarität und eine Debatte darüber, wie wir als Migrationsgesellschaft leben wollen. Es geht darum, eine Idee von Zukunft, eine Idee auch von neuer Gemeinschaft in Vielfalt zu erzeugen, die nicht mehr sich daran reibt, was Populisten an ihr kritisieren.